Morgen. Morgen. Charlie, bitte fang nicht irgendwas an. Zu spät. Bin davon aufgewacht. Charlie, ich muss zur Arbeit. Okay, ich habe einen Job für dich. Wir bringen das heute Nacht zu Ende. Oh, ich glaube, ich muss es selbst zu Ende bringen. Tu dir keinen Zwang an. Wenn man es erlaubt kriegt, macht's keinen Spaß. Charlie, ich habe mir gedacht, wir könnten heute Nacht bei mir schlafen. Oh, nein, 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 nein. Charlie? Verzeihung, hast du was gesagt? Ich habe gesagt, vielleicht könnten wir heute Nacht bei mir schlafen. Du willst mit einem Tier schlafen? Ich hätte gern, dass wir bei mir schlafen. Oh, warum denn das? Ich schlafe jetzt seit 3 Wochen bei dir und muss eine Stunde zur Arbeit fahren. Na, ich werde mit Vergnügen ein Taxi springen lassen. Es geht nicht nur um die Fahrt. Du hast doch von der Fahrt gesprochen. Ich will damit sagen, wenn wir zwei uns regelmäßig treffen, sollten wir mehr ans Geben und Nehmen denken. Also, wenn ich an letzte Nacht denke, sind wir ziemlich quitt, was das Geben und Nehmen angeht. Und wenn ich mich recht erinnere, bist du mit Geben dran. Hey, im Gegensatz zu dir hab ich den Tennisarm. Wie wär's mit heute Nacht? Ich würde ja gern, aber das wird vielleicht etwas schwierig. Warum? Ich hab gewusst, dass sie das fragt. Ich hab langsam das Gefühl, dass du mich nur hier sehen willst und nur, wann's dir passt. Nein, das stimmt doch gar nicht. Das ist schön. Dann wirst du heute bei mir schlafen. Hört sich gut an. Freu mich schon drauf. Na, was hast du dieses Wochenende vor? Ganz egal. Hauptsache, wir beide sind zusammen. Was hast du angestellt? Ich hab nichts angestellt. Wie kommst du überhaupt auf so eine Frage? Entweder er hat einen Schnapsladen überfallen oder einen Obdachlosen erschossen. Muss ich erst deine Mutter anrufen? Wenn du willst, aber du weißt, wie sie sich aufregt. Das Risiko gehe ich ein. Gut, mir egal. Na gut, ich bin aus dem Schulbus geworfen worden. Du hast so viel Rückgrat wie ein Gummibärchen. Warum wurdest du rausgeworfen? Ach, weißt du, das ist eine witzige Geschichte. Bring mich zum Lachen. Weißt du zufällig, was Mooning ist? Ja, da zeigt man seinen nackten Hintern. Der Bus fuhr an der Leichtathletikmannschaft der Mädchen vorbei und wir haben ihnen gezeigt, wo der Mond hängt. Siehst du? Sie hat's gerafft. Hm. Walter? Das hat mich nur an meinen Abschlussball erinnert. Also, wie war das? Also, ich habe an dem Abend in der Nähe der Highschool gearbeitet und ich dachte, ich fahre meinen Löffel nicht, nicht, nicht bei Ihnen. Bei ihm. Wie Sie wollen. Ich will mich ja nicht aufdrängen. Was ist passiert? War wohl ein super Abschlussball von Bertha. Das Eis wird dünner, Jake. Mann, wir waren ja ewig nicht Eis essen. Wollen wir? Jake? Mom hat mir 2 Wochen Hausarrest gegeben. Warum hat sie mir nichts davon gesagt? Ich hab versprochen, ich sag's dir.